Herzlich willkommen zum neuen Short Review Podcast mit Sascha. Ende August ist immer Gamescom-Zeit. Die Gamescom 2019 in Köln ist gestern zu Ende gegangen. Leider konnte ich nicht vor Ort sein, aber ich habe via Internet all die Ankündigungen und News mitverfolgt und da habe ich mir gedacht, ich spreche einfach über die Titel, die mich persönlich interessieren und was ich dazu denke. Worauf ich wirklich sehr gespannt bin, ist Beyond the Steel Sky, die Fortsetzung des vor 25 Jahren erschienenen Beneath the Steel Sky, also das war 1994, ein Point-and-Click-Adventure von Revolution Software und Entwickler Charles Cecil. Er selbst war auf der Gamescom, hat einen Vortrag gehalten und hat so ein bisschen über die Entwicklung geredet. Nebenbei hat er natürlich auch den Trailer vorgestellt. Die Figur des Robert Foster findet sich jetzt in einer dreidimensionalen Welt wieder. Also die ganze wirklich Landschaft und Umgebung ist dreidimensional und nicht eben ja feste Kamerasteuerung scheinbar. Wir können mit dem Charakter durch die Welt laufen und das erinnert so ein bisschen an so ein Action-Adventure. Die futuristische Welt, mitgeschaffen erneut von dem Comiczeichner Dave Gibbons, ist wesentlich offener und hat mehr Details bekommen. Es wird natürlich noch Click-and-Point-Rätsel geben, also eben halt das, was ein Adventure-Spiel auch ausmacht. Aber dieses Feature, dass er hacken kann, wird natürlich auch einen Einfluss drauf nehmen. Also man sieht im Trailer, wie er eine Brücke hackt, um rüberzukommen. Diese futuristischen Elemente sind natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen. Ich finde interessant, als Charles Cecil das Spiel vorstellte, sprach er auch über die KI in dem Spiel. Er möchte wesentlich mehr, dass die NPCs intelligent vorgehen, zwar ihre Routinen haben, aber dass sie eben halt, ja, dass man sie beobachten muss als Spieler, um entsprechende Rätsel zu lösen. Wenn man zum Beispiel eine Karte aus der Tasche von einem NPC braucht, dann wird er ja irgendwo mal halten oder wird irgendwo hingehen. Und dieses Verhaltensmuster, wo er stoppt, wo man diese Situation hat, die muss man selbst herausfinden. Laut ihm soll man als Spieler selbst auf diese Rätsel oder auf die Lösung der Rätsel kommen, ohne eben die Hilfefunktion zu Rate zu nehmen. Man soll es aus den Bewegungen, aus der Situation heraus erkennen. Natürlich bekommt man auch Dialoghinweise, wie es so üblich ist. Wie sich das nun natürlich umsetzen wird in dem Spiel, wird sich zeigen. Ich bin sehr gespannt. Es wird für Apple Arcade wohl als erstes rauskommen. Es wird für den PC und auch für die Konsolen natürlich, PlayStation 4 und Xbox One. Eindrucksvoll finde ich sehr von Charles Cecil, dass er versucht, das Adventure-Genre weiterzuentwickeln. Er hat immer eine Idee und überlegt, wie kann man dieses Genre, was sehr beliebt ist in diesem 2D-Bereich, also feste Hintergründe, leichte Bewegungen, sodass diese vorgefertigten Bahnen, und er möchte gerne was Neues ausprobieren. Selbst bei Baphomets Fluch hat er damals ja mit Teil 3 schon angefangen. Das Spiel war mehr eben halt dreidimensional entstanden, nicht mehr handgezeichnete Charaktere und Hintergründe. Es war dann auch für die Konsole, das heißt, man hat es mit dem Controller gesteuert. Es waren wesentlich mehr Action-Elemente da drin. Es war sehr ungewöhnlich. Genauso Teil 4, da ging er wieder zurück zum PC. Rein alles dreidimensional, Charaktere mit dem Computer entworfen. Es waren noch feste Hintergründe und trotzdem eben halt war es wesentlich detailfreudiger durch eben diese 3D-Animation. Dennoch war die Steuerung sehr gewöhnungsbedürftig. Es war nicht das gleiche Feeling. Als dann Teil 5 über das Kickstarter-Projekt in die Wege geleitet wurde, war genau dort das, was die Fans sehen wollten. 2D gezeichnete Charaktere, auch wenn sie mit dem Computer gemacht sind, aber es sah eben halt nach gezeichnet aus. Jetzt eben bei Beyond the Steel Sky versucht er wieder etwas Neues zu schaffen, neue Wege zu gehen, sich neu auszuprobieren in diesem Genre. Ob das nun hinhaut, ob das so funktioniert, kann man erst sehen, wenn man wirklich selbst spielt, diese Geschichte selbst erlebt. So auf dem Trailer zu sehen, das ist zwar interessant und es scheint dann eben halt zu funktionieren, aber man muss ja auch selbst sehen, ob man in diese Welt eintauchen kann. Ich freue mich auf Beyond the Steel Sky und hoffe, dass es eben halt gut funktioniert. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass auch noch ein neuer Baphomets Fluchteil in Arbeit ist. Aber der wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr angekündigt. Sehr gespannt bin ich ebenfalls auf Final Fantasy VII Remake. Die Trailer zeigen ja eine sehr realistische Grafik in einer wirklich futuristischen Welt. Alles sehr detailliert, sehr real anfühlend. Gut, es ist auch trotzdem immer noch diese Fantasy-Welt. Aber es ist wirklich
ein bisschen mehr in eine andere Ebene gehoben worden, was ja schon in Final Fantasy XV der Fall war. Und jetzt geht auch Final Fantasy VII dahin. Das ist also mehr so dieses Third-Person-Sicht, vermute ich mal dann. Die Kämpfe sind sehr dynamisch, ein bisschen Quick-Time sieht das aus, so ein bisschen, dass sie auch inszeniert sind. Also ich finde es sehr eindrucksvoll. Die Figuren gefallen mir sehr gut. Und ja, es ist natürlich ein bisschen schwer. Ich meine, ich fand es ein bisschen affig, dass sich gleich Square Enix, die das ja auch rausbringen, schon ein Statement gegeben haben, warum sie Tiffas Brüste etwas kleiner gemacht haben, weil sie ja sportlich ist und das ist ja wesentlich realistischer. Dass sie so ein Statement überhaupt rausgeben, finde ich sehr belustigend. Unabhängig davon sind die Charaktere wirklich sehr, sehr gut gelungen und jetzt auf der Gamescom konnte man ein bisschen anspielen und man konnte eben halt das, was auf der E3 auch schon im Mai zu sehen oder im Mai, Juni zu sehen war, konnte man jetzt hier in Deutschland natürlich sehen. Dazu wurde jetzt der deutsche Trailer veröffentlicht. Ja, nach Final Fantasy XV ist dieser Teil auch komplett mit deutscher Synchro dann verfügbar. Er ist gut inszeniert, die Stimmen, ich finde sie nicht schlimm. Ich weiß nicht, warum sich die Leute aufregen. Das Problem ist ja, dass man immer eine gewisse Vorstellung hat, gerade wenn es um Klassiker geht, wenn man bestimmte Figuren vor Augen hat, dort die richtige Stimme für jemanden zu finden, das ist schon wahnsinnig schwer. Aber die Sprecher sind alle sehr qualifizierte Sprecher, sie sind Profis und das hört man ihnen auch an. Gut, man darf nicht vergessen, dieser Trailer ist als Trailer synchronisiert und noch nicht als fertiges Produkt. Also nicht das Spiel selbst. Das ist jetzt alles wirklich dafür inszeniert. Jedenfalls, ich bin sehr offen dafür. Ich freue mich auch, wenn Square Enix das im März nächsten Jahres, also 2020, rausbringt. Es wird nicht dasselbe Final Fantasy VII sein, was man vom PlayStation 1 Klassiker kennt. Ich beobachte das gerade ein wenig, weil mein Bruder es spielt. Also er spielt es auf der PlayStation 4. Dort ist jetzt ja, es ist eine HD-Version, die ist ein bisschen verbessert. Das, was vorher auch schon auf dem PC der Fall war, mit ein bisschen besseren Grafiken. Und jetzt, wenn man so ein bisschen nach der Lösung geht, findet man auch viele Secrets, viele witzige Szenen und vieles ist wirklich nicht umsetzbar. Es ist so, eben halt ein Anime, den in ein reales Bild zu packen, ist nicht hundertprozentig möglich. Da muss man eben mal Abstriche machen. Aber ich finde, es ist doch egal. Das sieht beides gut aus und wenn Final Fantasy VII Remake wirklich funktioniert, die Hauptgeschichte emotional und packend, dramatisch erzählt, ja, also mit modernen Kampftechniken, im Spiel dynamisch, aber eben halt die klassischen Elemente beibehält, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da ein sehr gutes Produkt bekommen. Also der Klassiker wird immer der Klassiker bleiben. Aber den kann man wirklich nicht mehr vergleichen, weil das ist eine ganz andere Zeit gewesen, wo man diese Klassiker oder dieses Spiel Final Fantasy VII entwickelt hat. Auch sehr gespannt bin ich auf Death Stranding, Hideo Kojimas neuestes Werk. Sein Metal Gear finde ich großartig. Ich habe Teil 1, 2, 3, selbst 4, dieses Mega-Epos kann man fast schon sagen, geliebt. 5 muss ich sagen, habe ich nur angespielt, bin ich noch gar nicht so weit. Aber es hat mich schon, also Metal Gear hat mich sehr fasziniert. Jetzt Death Stranding, muss ich sagen. Gut, die Vorgeschichte ist ja gewesen, dass Hideo Kojima eigentlich geplant hatte, Silent Hills, also eine neue Silent Hill-Geschichte zu erzählen, zusammen mit Norman Reedus, dem Schauspieler, bekannt aus The Walking Dead. Klappte irgendwie nicht, außer dieser berühmten PD-Demo ist ja nichts übrig geblieben. Ja, und dann hat er sich an Death Stranding, vielleicht hat er es auch schon parallel versucht zu entwickeln und hat diese Ideen weitergereift. So, und jetzt hat er Death Stranding, als er es vorgestellt hat, kam ja dieser seltsame Fantasy-Trailer mit Norman Reedus und später sah man auch den Schauspieler Mads Mikkelsen. Und da, er hängt an so einem Baby, dann so alles so strange, so ein bisschen tentakelmäßig. Was für eine komische Fantasiewelt. Dann, also da sah man auf einem, ja, Sandstrand tausende von Wale liegen, die irgendwie mit irgendeiner Schnur miteinander verbunden sind, als ob das Leben mit allem verbunden ist. So, und diese Trailer waren ja auch sehr ungewöhnlich. Und man konnte sogar zwei Trailer parallel gucken, die sehr verschieden waren und doch irgendwie miteinander in Einklang gelangen. Jetzt auf der Gamescom wurden neue Trailer veröffentlicht. Das sind, glaube ich, 4 Stück gewesen, während aber nur 3 im Internet veröffentlicht wurden. Der vierte wurde exklusiv bisher für die Gamescom zurückbehalten. Ich denke mal, dass er jetzt nächste Woche auch veröffentlicht wird. Darin wurden neue Charaktere vorgestellt und es gab so ein bisschen die Zwischensequenzen zu sehen oder Sequenzen. Gleichzeitig ist auch ein bisschen Gameplay dabei gewesen, wo man den Charakter sieht, der durch diese Welt läuft mit seinem Rucksack, der sich irgendwie auch immer ein bisschen erweitert, wo auch Gegenstände drin sind, um eben halt in der Welt zurechtzukommen. Was soll das sein? Also ich meine, auch ein bisschen Kämpfe sind zu sehen gegen irgendwelche seltsamen Wesen. Es ist natürlich noch sehr, sehr geheimnisvoll und darauf baut Hideo Kojima. Aber ganz ehrlich, trotz
jeglicher Faszination für diese komische Science-Fiction-Fantasy-Welt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich da spiele. Ich meine, ich bin sehr fasziniert von dem Projekt und deswegen verfolge ich es auch und hatte gehofft, dass da vielleicht jetzt mal ein bisschen der Sinn des Spiels, dass ich weiß, welchen Sinn ich als Charakter, ich möchte mich ja auch in diese Charaktere hereinversetzen, den oder überhaupt den Spielcharakter besonders, dass ich auch mein Ziel aus dem Spiel kenne, was ich verfolge. Hier weiß ich jetzt natürlich noch gar nicht. Ich weiß, wie die Welt aussieht, oder wie ein Teil dieser Welt aussieht. Sie sieht sehr trostlos aus. Es ist wie so ein kleiner Albtraum. Seltsame Wesen, ist denn das Außerirdische? Ist die Welt kaputt gegangen? Man sieht so ein bisschen Kriegsflächen, man sieht eben halt so komische Bösewichter. Was das alles bedeutet? Ja, gut, das weiß Hideo Kojima am besten. Er war auf der Gamescom wieder, er hat dort schön Autogramme gegeben, habe ich gesehen. Und alle, ja, erwarten von ihm eigentlich schon, dass er erzählt, hey, darum geht es. Das ist die Faszination des Ganzen. Ich meine, ich hoffe, dass er mich völlig überrascht. Ich bin sehr gespannt. Ich verfolge Death Stranding, bis es jetzt, ich glaube, Ende des Jahres rauskommt. Ja, darauf warten wir. Sehr faszinierend finde ich auch Marvel's Avengers von Crystal Dynamics. Dieses Action-Adventure im Stile von Spider-Man, sag ich mal. Genau das konnte man auch aus dem Trailer noch nicht sehen, weil man hat nur dieses erste Szenario gezeigt, wo man spielen konnte. Dort wurde eine Brücke angegriffen und man ist mit den Avengers, mit Captain America, Black Widow, Hulk, Thor und Iron Man dorthin geflogen und hat dann eben halt gegen die Bösen gekämpft. Da war schon zu sehen, dass man einzelne Charaktere halt spielen konnte und im Spielverlauf wurde dynamisch zwischen den Charakteren gewechselt und es sind auch so ein paar Szenen gescriptet. Mit Black Widow läuft man über einen Bus, glaube ich, ein Brückenteil kann es auch sein, und springt auf den Gegner rauf. Und da musste man so ein bisschen Quicktime-mäßig Knöpfe drücken. Sieht sehr interessant aus, auch sehr dynamisch, sehr lebendig, sehr, ja, kinoartig ist es schon inszeniert. Das finde ich sehr spannend zu sehen, wie nun das gesamte Spiel später aussieht, in welcher Welt man das spielt, das wird sich zeigen. Auch das Design gefällt mir sehr gut. Man hat sich nach den Anzügen oder nach den Kostümen der Schauspieler aus den Kinofilmen orientiert. Dadurch wirkt das sehr realistisch, sehr plastisch. Die Gesichter sind natürlich nur ähnlich, denn hätte man die Gesichter von Robert Downey Jr. und den anderen genommen, wäre es wesentlich teurer geworden, da die Schauspieler natürlich auch dann Geld haben möchten. Deswegen waren die Kostüme wahrscheinlich so zu beibehalten etwas billiger. Es sieht sehr interessant aus. Sehr, ja, spannend. Das wird sicherlich eine größere Geschichte mit einem größeren Marvel-Bösewicht sein. Es wird sich darum drehen, die Welt wieder zu retten. Alles beginnt durch diese Apokalypse, die man selbst auf dieser Brücke ausgelöst hat, wo die Welt ziemlich zu Bruch geht und einige Helden wohl sterben. Man sieht so eine Ehrentafel von Captain America. Viele Menschen werden gesucht mit Fotowänden, so eben wie nach einer großen Katastrophe. Die Helden sind im Streit untereinander. So ein bisschen wie, ja, nach den Avengers-Kinofilmen, wo Thanos eben halt ja die Hälfte der Menschheit ausgerottet hat und die Menschen erstmal wieder zu sich finden müssen oder auch die Helden wieder aufstehen lernen zu müssen. Interessante Story. Die Charaktere machen natürlich sehr viel Spaß und jeder kann, hoffe ich, seinen Favorite spielen oder es ist so dieses Koop, dass man eben in verschiedene Hauten oder in verschiedene Hauten schlüpfen muss. Aber das macht es interessant und genau das ist das, was Marvel natürlich auch auszeichnet, diese besonderen Charaktere, die sehr faszinierende Hintergründe haben, sehr vielseitig sind und eben halt viele Möglichkeiten bieten. Und genau das macht mir Spaß und deswegen freue ich mich sehr auf dieses Game. Natürlich sind noch viele weitere Neuerscheinungen angekündigt worden und vorgestellt worden, obwohl viele auf der E3 Premiere hatten. Also hier hat man nun Möglichkeiten gehabt, entweder neue Trailer zu sehen, sie anzuspielen, so ein bisschen, ja, neugierig zu machen auf das, was kommen wird. Was war noch für mich dabei? Von Bandai Namco hat mich natürlich gereizt One Piece Pirate Warriors 4. Als großer One Piece-Fan bin ich gespannt, was dieser Teil bringt. Okay, ich erwarte da nicht so viel. Nach dem, was ich gesehen habe, ist es der gleiche Spielstil, den man auch aus den vorigen Teilen kannte. Natürlich jetzt ein bisschen mehr mit dem Arc um Big Mom und eben halt, wie die aktuelle Serie läuft. Also ein bisschen neuere Elemente, neue Charaktere sind da jetzt dabei. Der bekannte Cel-Shading-Look ist geblieben. Ist ein bisschen detaillierter vielleicht, ein bisschen bessere Auflösung. Man hat natürlich auch dazugelernt. Die Animationen sind vielleicht noch ein bisschen flüssiger, ein bisschen, ja, der Comic-Charakter ist gleich geblieben. Ich bin sehr gespannt darauf, ich werde es mir kaufen und ich werde es spielen und werde einfach meine gute Unterhaltung dabei haben.
ebenfalls von Bandai Namco, kommt raus Dragon Ball Z Kakarot. Ja, was erwarten wir? Ein neues Prügelspiel mit Dragon Ball, mit Son Goku, mit Vegeta, gegen Cell, gegen Freezer. Es ist im Endeffekt wieder das Gleiche, in neuem Gewand, ein bisschen vielleicht von Dragon Ball Super inspirierte Figuren, oder nicht inspirierte, sondern Figuren daraus sind auch darin zu finden. Man kann mit ihnen kämpfen. Ich glaube, Beerus, der Gott der Zerstörung, darf eingreifen. Es wird sehr lustig, wird sehr spannend. Aber es ist jetzt nicht der Mega-Brüller, weil es ist ein bekanntes System. Es ist natürlich ein bisschen flüssiger. Die Kämpfe sind noch spektakulärer. Kameraführung ist noch ausgefeilter. Es wird damit gespielt eben und zeigt, die Serie ist so zeitlos. Man kann immer wieder neues Dragon Ball rausbringen und die gleiche Geschichte erzählen und alle kaufen es. Und ich irgendwie auch. Ich mag Dragon Ball. Capcom war natürlich auch vor Ort. Leider nicht, mit was viele auch gehofft hatten, vielleicht hier eine exklusive Ankündigung vom Resident Evil 3 Remake. Darauf warten wir ja alle nach dem geilen Teil 2 Remake. Nun, bei ihnen drehte sich alles um Monster Hunter World, Iceborne. Dieser Monster Hunter Teil, der in verschneiten Gegenden spielt, wo man Schneemonster oder Monster aus den Eisgegenden bekämpfen muss. Sieht sehr toll aus, wird neue Elemente hinzufügen und ja, neue Möglichkeiten bieten. Klar, das altbekannte System der Monster Hunter World Reihe, aber es sieht schon sehr faszinierend aus und ich bin sehr gespannt darauf und werde es auch wieder ausgiebig spielen. Es ist ein RPG, wenn man es so will, wo man eben halt gegen Monster kämpft, man öffnet sich selbst auf. Es wird nicht so eine große Geschichte erzählt, wo man jetzt von einem Charakter das miterlebt. Das finde ich ein bisschen schade. Gerne hätte ich so eine Geschichte doch um einen Charakter herum, aber das ist leider jetzt nicht der Fall. Es sieht grandios aus und es wird mir sicherlich wieder sehr viel Spaß machen und ich werde bestimmt stundenlang in dieser Welt um Monster Hunter World verbringen. Dies kann man so sagen, waren meine Highlights der Gamescom. Games, die mich interessieren, wo ich verfolgt habe, was dort veröffentlicht wurde, was dort gezeigt wurde. Ja, und jetzt warte ich auf den Release. Aber wie habt ihr die Gamescom miterlebt? Was sind eure Highlights? Welche Games von denen, die ich vielleicht hier genannt habe, mögt ihr? Was denkt ihr dazu? Hinterlasst einen Kommentar, hinterlasst ein Like und wir sehen uns oder wir hören uns sogar beim nächsten Mal, beim nächsten Short Review Podcast mit Sascha. Und vergesst nicht, schaut ruhig mal gerne auf www.shortreview.de vorbei. Ich freue mich. Bis dahin.